Hallo, mein Name ist Stefan. Ich mache jetzt YouTube, werde steinreich und berühmt. Guten Morgen, herzlich willkommen bei Stefan entdeckt die Welt. Es ist Samstag, der 19. Juni, 20 vor 7. Ich mache mich auf die Reise und heute geht es in ein thailändisches Shopping Center. Natürlich sind erstmal alle Shopping Center in Thailand thailändische Shopping Center, ist ja klar. Aber da, wo ich heute mit euch hin möchte, da gibt es eben keine Geschäfte für Touristen oder nicht die großen Major Brands, sondern das ist in Lamphun, das ist eben ein Shopping Center, wo die Local Brands verkauft werden, wo, ich sag mal, Schmitz und Müller einkaufen geht und eben nicht irgendwelche Ausländer oder hier sagt man High-So-Leute, also Leute mit viel Kohle, sondern das ist eben ein Platz, wo man hingeht, wenn man hier zur Mittelschicht gehört und ganz normal einkaufen gehen will. Wir waren also auch schon mal da, ich habe euch auch schon mal damit hingenommen in einem Video. Da ging es ums Ummelden des Autos. Ich habe mir da in dem Computerladen oben in dem Ding meine USV gekauft, die mich hier ein bisschen schützt mit Stromausfällen. Damit kann ich also mit der Batterie abpuffern, wenn hier schlagartig der Strom weg ist. Ist besser für die Geräte, für die externen Festplatten und so weiter, wenn man die vernünftig runterfahren kann. Bisschen doof ist bei diesem Shopping, bei dieser Shopping Mall, dass die erst um 10 Uhr aufmacht. Ich bin ja früh los, eine Fahrzeit 1,5 Stunden. Das heißt, ich wäre viel zu früh da gewesen, deswegen habe ich mir auf Google Maps einfach eine Route rausgesucht mit ein paar Umwegen. Ich lege euch die Route natürlich wieder in die Videobeschreibung rein. Das würde mich übrigens mal sehr interessieren, ob da überhaupt jemand reinguckt. Also macht das Sinn? Soll ich das weiter so machen? Oder interessiert das niemanden? Lasst mir mal einen Kommentar da bitte. Schaut mal hier auf dem Moped, ganz viele Tüten mit Lebensmitteln. Das sind dann eben Händler, die irgendwo im großen Stil einkaufen, das Ganze portionsweise verpacken und dann mit den Mopeds, manchmal sieht man das auch hinten auf Pickups, habe ich euch, glaube ich, auch schon mal Bilder davon gezeigt, dann durch die Dörfer fahren und das portionsweise wieder verkaufen und da einen kleinen Gewinn machen. Hier war die Straße gesperrt, da wird die Brücke neu gebaut, aber das ist hier in Thailand oft kein Problem, da wird einfach ein Schotterweg daneben aufgeschüttet durch das Flussbett und dann geht's weiter. Gefahren bin ich einen Umweg über dieses Dorf mit den 1 Million Elefanten. Da gibt es ja auch ein Video zu. Schaut mal, die Treibhäuser, die Folie besteht aus Netzen. Da geht es nur um Schädlinge fernzuhalten. Und ich habe diesmal tatsächlich eine Schnitzerei gefunden, die am Arbeiten war, die also noch produziert. Und das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. So, jetzt muss ich den Ton wegnehmen. Der Mann war stolz wie Bolle und hat mir noch ein bisschen was erzählt in seinen zwei Brocken Englisch. Aber den Ton muss ich rausnehmen, weil da lief ein Radio im Hintergrund. Dann habe ich ratzfatz bei YouTube wieder eine Urheberrechtsverletzung an der Backe. Deswegen musste ich das leider rausnehmen. So, hier seht ihr den Hocker. Und so sehen die dann aus, wenn die nahezu fertig sind. Die werden danach noch geschliffen und geölt. Mit ganz einfachem Werkzeug wird das gemacht und das macht natürlich hier die ganze Familie.
super liebe Leute, die haben mir natürlich direkt auch ein Wasser angeboten und waren nett und wir haben uns versucht, irgendwie so ein bisschen zu unterhalten. Und die waren natürlich klar, die waren cool damit, dass ich sie gefilmt habe. Genau, und dann geht es weiter Richtung Lampoon, vorbei an meinen ganz liebgewonnenen Bergen mittlerweile und Reisfeldern. Und ich bin dann quasi von oben nach Lampoon rein und in Lampoon gibt es ein besonderes Denkmal und das ist eben diese große sitzende Mönchsfigur. Da gab es auch mal so eine kleine Bergbahn hoch, die ist aber mittlerweile völlig vergammelt. Da mache ich vielleicht auch nochmal ein Video zu. So, ich war leider jetzt immer noch eine Dreiviertelstunde zu früh und konnte noch nicht rein in Shopping Center, aber daneben ist ein Coworking Space. Der Kaffee kostet das Doppelte, aber natürlich klar, man kann da drucken, Klimaanlage, überall Steckdosen, superschnelles WLAN. Da haben ein paar Schüler gesessen und gelernt oder Studenten, weiß ich nicht. Ziemlicher Hipsterladen, meins ist es nicht, aber gut, die haben ein anderes Publikum wie dicke alte weiße Männer. So, hier sind wir jetzt im Shopping Center. Ihr seht, der Parkplatz ist noch sehr leer. Vorne stehen noch ein paar Mopeds und Autos direkt vor der Tür. Das sind aber oft, also die Mopeds zumindest, Lieferdienste. Ja, man sieht hier also überall diese Mopeds rumfahren mit den Foodpanda-Boxen oder auch andere Boxen hinten drauf. Man kann sich da also das Essen bestellen, dann wird das gebracht. Und die dürfen dann eben auch da direkt vor der Tür parken. Das Ding liegt direkt an der Hauptverkehrsstraße und beim Reingehen erstmal scannen, den Barcode, Finger desinfizieren, Fieber messen und dann geht's rein. So sieht das eben aus. Und es gibt eben auch ein paar internationale Läden, also wie zum Beispiel Starbucks Café ist da. Ja, und dann so ein, zwei Dinger, die ich auch aus touristenmäßig besuchten Malls kenne. Aber das meiste sind eben lokale Ketten und lokale Läden. Ton kann ich euch nicht einblenden, denn in dem Ding läuft die ganze Zeit natürlich Musik. Hier haben wir wieder die Problematik, wenn ich den Ton drin lasse, kriege ich wieder eine Urheberrechtsverletzung. Das war in dem Fall jetzt hier auch englischsprachige Popmusik, also auch Sachen, die ich aus Deutschland vom Radio her kenne. Von daher lasse ich das lieber. Viele Klamottenläden. Ja, das Ding war ganz hübsch zurechtgemacht, es war sehr sauber, kann man nichts sagen, auch die Toiletten tipptopp. Und im Untergeschoss sind hauptsächlich Klamottenläden und oben gibt es dann eher kleinere Geschäfte. Da ist der Computerladen, da ist so ein, als ich das Ding das erste Mal vorgestellt habe, habe ich gesagt, ein Euro-Laden, das trifft die Sache aber nicht. Also die haben halt ganz viel Werkzeug und Haushaltswaren, nennen wir es mal Haushaltswarenladen, wo man eben auch viele Dinge kriegt, die man vielleicht sonst in Thailand eher schwierig bekommt. Und eben ein richtiger Computerladen, wo man auch mal eine Grafikkarte kaufen kann oder irgendwelches Zubehör. Dann ist da oben natürlich der Food Court, also der Essensbereich. Und da hat halt jede Bude so 6, 8, 10 Gerichte zur Auswahl. Die sind abgebildet. Manchmal sind sie auch nochmal in diesen Miniaturdingern in Kunststoff gegossen. Kann man die Gerichte sehen. Und jede Bude hat eben so ein paar Gerichte und dann kann man sich das da kaufen, sich da hinsetzen und essen. Für mich leider manchmal schwierig, weil es nur in den ganz großen Dingern dann auch eine vegetarische Bude gibt. Hier zum Beispiel ist es recht schwierig. Das ist jetzt der Haushaltswarenladen, aber das trifft es auch nicht richtig, weil es gibt auch Spielzeug, Schreibwaren, Computerzubehör. Es ist eine unglaubliche Auswahl. Es gibt Tierzubehör. Also ich kann das gar nicht sagen. Die haben irgendwie kreuz und quer alles da. Alles in so Blisterverpackungen und alles nicht so sehr teuer. Da sind die üblichen Buden, wo man Handys kaufen kann, gebraucht Handys kaufen kann, wo man sich eine Schutzfolie draufziehen lassen kann. Oder auch mal eben schnell einen neuen Akku bekommt. In dieser gelben Bude, da kann man sich für die Bahn hier ein Skateboard oder Rollschuhe leihen. Das war jetzt alles noch geschlossen. Ich nehme mal an, weil es zu früh war. Weiß nicht, vielleicht auch noch wegen Covid, kann es nicht sagen. Ja, das war das Obergeschoss. Und unten Klamotten, Klamotten, Klamotten. Dann war eine Drogerie da, eine Parfümerie, ein Schreibwarenladen, ein Laden nur mit so Plastiksachen, Schüsseln, Hockern, die sind hier recht gängig, solche Läden.
Also eher nichts, was internationales Publikum anspricht. Aber ich gehe da sehr gerne einkaufen. Es ist nicht so teuer. Man kriegt in der Regel das, was man hier braucht. Und die Bedienungen sind oft sehr nett. Die sind dann auch ganz froh, mal ein Verlangen zu sehen. Ist jedenfalls mein Eindruck. Ja, also ich fühle mich immer sehr zuvorkommend da behandelt. Und da einfach mal durchzuschlendern macht viel Spaß. Zum Beispiel hier diese Kaffeebude Chatra Mubrand, also Cha ist eigentlich Tee, die kannte ich überhaupt noch nicht. Ob das jetzt ein einzelner Laden ist oder ob das eine Kette ist, keine Ahnung. Schaut mal, das ist so eine übliche Waschmaschine, wie ich sie hier vom Dorf kenne, wie viele Leute die haben. Da gibt es noch ein eigenes Schleuderfach, das heißt, du wäschst die Wäsche auf der einen Seite und packst sie dann rüber in die Schleuder. Und ja, das ist hier so ein normales, gängiges Modell. Dann gibt es einen großen Innenhof, auch nochmal mit jede Menge Fressbuden und Kaffeebuden. Gegenüber von dem Innenhof sind zwei, drei Friseure. Den hier fand ich sehr witzig, der hätte ich mir glatt die Haare schneiden lassen. Das Blöde war nur, der hatte noch zu. Hunde und Katzen sind nicht erlaubt. Kängurus und Nashörner dürfen mitgebracht werden. Und auf der anderen Seite vom Hof, das ist mir das letzte Mal gar nicht aufgefallen, da ist noch ein Laden. Ja, also die Ladenbeschriftung ist chinesisch. Ich zeige euch gleich, drin gibt es einen chinesischen Schrein. Und das ist eben ja so ein Lebensmittelladen, ein sehr großer. Und ich habe einfach mal ein paar Preise geknipst und euch auch mal die Preise dann in Euros umgerechnet. Jetzt hier Preise an die Lebensmittel geschrieben, wo ich denke, dass die meisten Deutschen die kennen. Wenn ich das mit thailändischen Lebensmitteln mache, die wir natürlich genauso kaufen und essen, dann kann ja damit in Deutschland keiner was anfangen, weil man es eben nicht vergleichen kann. Also ich zum Beispiel selber trinke überhaupt keine Cola, aber ich denke mal, die meisten werden wissen, was ein Liter Cola in Deutschland kostet und so kann man einen ganz guten Vergleich finden und darum ging es mir eigentlich. Selbst unsere Katzen fressen nicht das gute Whiskas, sondern sind hier mit dem Billigfutter zufrieden. Da nochmal die Verkaufszeiten von Alkohol, 11 bis 14, 17 bis 24 Uhr. Sonst kann man eben keinen Alkohol kaufen. Das Bier ist hier relativ günstig. Ja, da ist wieder der große goldene Buddha. Ich bin also raus aus dem Laden, habe mich wieder auf den Heimweg gemacht und habe dann ausprobiert einen kleinen Imbiss. Den hatte ich schon ein paar Mal entdeckt und heute habe ich dann da angehalten und gegessen. Und das ist eben das Zeichen, dass es ein vegetarischer Imbiss ist. Jay. Und es war sehr lecker. Die haben auch einen kleinen Laden dabei. Die machen sogar ihre Sojaprodukte selber. Ganz toll. Nochmal meine Bitte an alle. Seid so nett. Abonniert den Kanal. Ich bin mittlerweile bei über 800 Abonnenten, was mich extrem freut. Ganz vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr meine Posts auf Facebook seht, wo ich die Videos vorstelle, dann seid so nett und teilt das. Das hilft mir extrem. Darüber sind ganz, ganz viele neue Abonnenten gekommen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen sehr schönen Tag. Macht's gut, bleibt gesund und seid nett zueinander. Ciao!